Mama, fahren wir zum Kinderkonzert oder laufen wir? Wir fahren. Wir sind nämlich schon ziemlich spät dran. Nicole, hast du den Autoschlüssel? Nein, ich habe gar keinen Schlüssel mitgenommen. Ich aber auch nicht. Auch keinen Hausschlüssel. Nein. Oh je, haben wir uns etwa ausgeschlossen? Ja, das sieht ganz so aus. Das Konzert können wir jetzt aber vergessen. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Müssen wir denn jetzt hier draußen bleiben? Ah, schau mal, das Schlafzimmerfenster ist noch gekippt. Das kann ich aufmachen. Das ist kein Problem. Ich hole mal die große Ausziehleiter. Ist die Leiter auch lang genug? Ja, die reicht bis nach oben. Pass aber auf, es ist schon recht hoch. Natürlich. Papa, du bist schon mal von der Leiter gefallen. Keine Sorge, ich passe ganz gut auf. Wenn ich drin bin, mache ich dann die Haustüre auf. Okay, Mama, dürfen wir noch kurz im Sandkasten spielen? Ja, in Ordnung. Oh, immer noch nicht. So, Nicole, das Fenster ist offen. Ich gehe jetzt rein und mache euch auf. Okay, ich gehe schon mal den Kindern Bescheid sagen. Moment mal, was ist denn da los? Da ist doch gerade ein Einbrecher reingeklettert. Ich rufe gleich die Polizei an. 110. Hallo, hier spricht Herr Hinterwäldler. Ich habe gerade einen Einbruch beobachtet. Ja, okay, haben Sie mir die Adresse? Das ist ja bei meiner Schwester. Ich bin schon unterwegs. Und jetzt aber nichts wie weg hier. Nicht, dass der Einbrecher mich noch überfällt. Ich bin ja nur ein alter Mann. Kinder, der Papa hat es geschafft. Wir können jetzt wieder rein. Ah, cool. So, hereinspaziert. Zum Glück war das Fenster offen. Wir lassen den Wagen hier stehen und gehen den Rest zu Fuß. Tatsächlich, da steht eine Leiter am Haus. Wir schauen uns erstmal um. Den Einbrecher werden wir uns schnappen. Schauen wir noch hinters Haus. Du, Michael, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da jemand ums Haus schleicht. Wie kommst du darauf? Das knackt und raschelt so. Kannst du mal nachschauen? Ich höre auch etwas, aber ich kann niemand sehen. Ich muss mal bei Lena aus dem Fenster schauen. Was machst du, Papa? Ich kann nichts erkennen, aber ich höre doch jemand. Ja, tatsächlich. Da habe ich ein Bein gesehen. Da ist doch jemand. Ist da ein Einbrecher, Papa? Keine Ahnung. Aber bei uns hinter dem Haus hat ja eigentlich niemand etwas zu suchen. Lass uns die Polizei rufen. Bis die da sind. Ich brauche etwas zur Selbstverteidigung. Ich hatte doch hier irgendwo einen Holzstab. Oh, Michael, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Psst, Flecki, ich kann dich jetzt nicht streicheln. Ich muss hier nur etwas holen. Das ist schon seltsam. Niemand zu sehen. Psst, Niki, geh wieder runter. Du verrätst uns noch. Hallo, braucht ihr Verstärkung? Eventuell schon. Hilfe! Ich bin ganz nass. Hilfe! Das war doch meine Nichte Anna. Das habe ich genau gehört. Wir gehen jetzt rein. Vielleicht ist jemand in Gefahr. Wir brauchen noch Werkzeug zum Aufbrechen der Tür. Da will tatsächlich einer die Tür aufbrechen. Der kann jetzt aber was erleben. Was macht denn der Papa? Ich weiß es nicht. Oh je, ich glaube, wir hätten besser gleich die Polizei rufen sollen. Aber das Telefon liegt unten. Los! Meine Güte! Wir sind festgenommen! Hilfe, ich wohne doch hier! Ach, mach die Handschellen wieder ab, Mensch! Das ist mein Schwager, der wohnt hier. Puh, fast hätte ich dich verletzt. Das ging ja gerade noch mal gut. Warum brichst du denn in unser Haus ein? Michael, uns wurde ein Einbruch gemeldet. Ich habe Anna um Hilfe rufen hören. Das war eindeutig ihre Stimme. Sonst wären wir nicht einfach so reingekommen. Und wegen Einbruch? Mensch, was ist denn da unten los? Das ist doch Onkel Martins Stimme. Ja, du hast recht. Was ist eigentlich hier los? Das erklären wir euch gleich. Mensch, die ganze Aufregung wegen nichts. Das tut mir wirklich leid, Martin. Ich wollte nur meine Familie beschützen. Tja, beschützen wollte ich euch auch. Ach.
Hier könnt ihr uns abonnieren oder ein anderes Video auswählen.